nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu timetodo.ch. Schön, dass Sie wieder bei uns sind heute Abend am Montag nach so einem wunderschönen sonnigen Wochenende. Ich hoffe, Sie konnten sich alle ein bisschen entspannen. Es war wirklich ein tolles Wochenende mit viel Sonne. So wünscht man sich den Sommer. Und da wollen wir hoffen, dass wir so noch einige schöne Tage verleben, denn lange ist er ja noch nicht da, aber jetzt könnte er so richtig kommen. Und es beginnt bald die Urlaubszeit. Ich weiß, viele meiner Zuschauer schreiben mir, sie fahren nicht in den Urlaub, sondern sie verbringen ihn lieber zu Hause. Und das freut mich natürlich auch besonders, denn ab dem 17. oder 18. haben wir Best-ofs, die besten Beiträge, die Time to Do gesendet hat nach der Zuschauerbefragung, die wir per E-Mail durchgeführt haben. Und für Sie zu Hause ganz interessant, noch einmal diese Dinge zu sehen, die am interessantesten für die Zuschauer waren. In diesen zwei Wochen werde ich mich dann ein bisschen entspannen und dann, wenn ich zurückkomme, mit neuer Kraft und neuer Dynamik wieder ans Werk gehen. Ich habe berichtet über das Thema Gary Weber, der Mann, der sich da nicht so ganz besonders toll verhalten hat bei einem Interview in Basel. Ein Politiker, der als Rechtsaußen gilt, ein Politiker, der die Menschen sehr polarisiert. Auf der einen Seite finden viele seine Ansichten in Ordnung, auf der anderen Seite aber die Art und Weise und für die Dinge, die er eintritt, findet man nicht okay. Ich habe Ihnen damals auch ein Schreiben vorgelesen, was mir der Roger F. dazu geschrieben hatte. Sie erinnern sich bestimmt, wo es darum ging, dass ich ihn ausgelacht hätte oder mehr. Der Roger F. hat die Sendung gesehen, die ich danach gemacht habe, wo ich auch seine Mail zitiert habe und hat mir aufgrund dieser Sendung eine weitere Mail geschickt und auch die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Schauen wir uns das einmal an. Das ist die Mail von Roger vom Freitag, den 5. Juli. Er schreibt mir zum Thema Herr Weber, Grüezi Herr Bragenwagen, warum schaue ich mir Ihre Sendung gerne an? Weil Sie Probleme und Themen ansprechen, die in öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten verschwiegen werden. Und weil ich alles andere als perfekt und ohne Fehl und Tadel bin und immer gerne Neues dazulerne. Sie haben recht, Humor ist sehr wichtig, kann aber gelegentlich auch missverstanden werden. Ich habe mich nicht für Herrn Weber eingesetzt und seine Meinung und Ansichten schon gar nicht. Mir ist doch auch bewusst, dass man mit solchen menschenverachtenden Ansichten früher oder später genau solche Probleme bekommen wird, mit denen sich Herr Weber gerade konfrontiert sieht. So viel zum Karma. Ich habe mich auch schon bei Ihnen bedankt für all die Arbeit und die tollen Themen, die ich in Ihrer Sendung behandelt werden. Und von dem her machen Sie weiter so. Lieber Herr Bragenwagen, ich weiß, wie unsere Demokratie funktioniert. Ich hatte für längere Zeit für einen national bekannten Nationalrat sowie auch für einen Ständerat die Gelegenheit, interessante schriftliche Arbeit zu machen. Mit dem Thema Ausländer habe ich nicht Sie gemeint, weiß auch, dass die Schweiz ohne die vielen Menschen ausländischer Herkunft nicht die Schweiz sein könnte, wie sie heute ist, siehe Gesundheitswesen und vieles mehr. Aber ich weiß leider auch, wie katastrophale Zustände in gewissen Regionen überhand genommen haben. Das Problem ist, dass die Leute so beschäftigt sind und dazu noch manipuliert werden, dass ein großer Teil der Stimmberechtigten oder gar nicht mehr wählen gehen. Oder man wird so lange mit Unwahrheiten und Verharmlosungen bombardiert, sodass sich gewisse Kreise sicher sein können, dass keine große Opposition dagegen entstehen wird. Und wenn gewisse Initiativen oder Referenden angenommen werden, sind wir heute so weit, dass diese bei der Umsetzung zeitlich so verschleppt und abgeändert werden, dass man wieder von vorne beginnen kann. Und mit all dem Wissen, das Sie haben, müssten Sie ja eigentlich auch bemerkt haben, wer unsere Medien beherrscht. Mehr darf man ja hier anscheinend nicht mehr erwähnen. Im letzten Moment ist mir diese Szene, die ich vorgestern erwähnt habe, doch sehr schräg eingefahren.
Im ersten Moment, Entschuldigung. Wenn Sie dies wirklich nicht so gemeint haben, wie mir das vorgekommen ist, dann will ich Ihnen das glauben, dann möchte ich mich hiermit öffentlich bei Ihnen entschuldigen. Und die Bemerkung mit Anzeige wäre nicht nötig gewesen, daher befürchte ich nun wirklich nichts. Ich wünsche Ihnen viel Glück, gute Gesundheit und das Beste. Mit freundlichen Grüßen, F. Roger. Also, lieber Roger, erstens mal meinen ganz großen Respekt und meinen ganz vielen Dank für diese E-Mail. Das zeigt, dass du ein Mensch mit Rückgrat bist und wenn man etwas klarstellt, der auch dann dazu stehen kann, was er gesagt hat. Ich habe natürlich auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut und geschaut, was der Herr Weber so alles noch so macht. Und es gibt natürlich nicht nur negative Dinge. Und das mit der Anzeige war natürlich nicht gemeint gegen dich, sondern es ging mir darum, wenn jemand alles in einen Sack wirft und, wie gesagt, solche Worte gebraucht, wie Herr Weber sie gebraucht hat, dann wäre da eine Überlegung daran, da eine Anzeige zu machen, weil die waren für bestimmte Menschengruppen sehr höchst beleidigend und das muss man sich ja nicht gefallen lassen, denn ich trage immer noch Hoffnung im Prinzip des Rechtsstaats. Nochmal, wie gesagt, meinen großen Respekt und vielen Dank für diese E-Mail. Das zeigt, dass du Rückgrat hast und ein wunderbarer Mensch bist. Dankeschön. So, zum Herrn Weber habe ich mir natürlich auch ein paar andere Dinge angeschaut und eines ist das hier, was ich auch gefunden habe und zwar geht es da an den Großen Rat in Basel, 22. Mai 2013 und es geht um die schriftliche Anfrage Erik Weber betreffend Mord an rund 450.000 Versuchstieren in Basel und dies pro Jahr. Das Büro des Großen Rates, die die nachstehende schriftliche Anfrage Erik Weber dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen. Er schreibt hier, der Erik Weber, Basel-Stadt hat während mehrerer Rekorde in unserer Stadt leben weltweit die meisten IV-Frührentner. Unsere Stadt hat die meisten Museen der Welt, dies im Schnitt auf die Bevölkerung. Mit Erik Weber hat sie seit 1984 den jüngsten Parlamentarier Europas und mit der Pharmabranche haben wir die meisten Tiertötungen weltweit. Immer wieder kommt es in Basel zu Demonstrationen wegen dem Tierlimord. Es ist bekannt, dass Millionen von Mäusen, Hunden, Katzen, Ratten und andere Tiere in Basel gehalten werden als Versuchskaninchen für die Pharmabranche. Die Pharmaindustrie schweigt bewusst über konkrete Zahlen. In diesem Zusammenhang folgende Fragen. Wie viele Versuchstiere kamen in den letzten 10 Jahren in Basel um? Oder hat die Regierung keine Zahlen? Wenn die Regierung keine Zahlen hat, ist es also so, dass wir in Basel nicht wissen sollen, was hinter den hohen Mauern der Pharmaindustrie alles so passiert. Der Schreibende dieser Zeilen wollte schon vor 10 Jahren bei Novartis einen Besuch abstatten als Journalist, ausgestattet mit allen Schweizer und internationalen offiziellen Presseausweisen. Es kam nie zu einem Besuch. Was hat uns die multinationale Pharmaindustrie zu verschweigen? Warum geht das Tiermorden in Basel weiter? Wer nachts in den Anlagen vorbeigeht, hört das Schreien und Weinen der eingesperrten Tiere. Wie können diese Tiere befreit werden? Erik Weber. Wir beantworten diese schriftliche Anfrage wie folgt. Und da geht es darum, dass man es erklärt, um was es da geht. Und dann schreibt man, im Kanton Basel werden im Jahr 2011 190.610 Tiere in Tierversuchen eingesetzt. Das sind 3,8% oder 7.595 Tiere weniger als im Vorjahr. Und gesetzliche Grundlagen für die Tierversuche sind das Tierschutzgesetz und die Tierversuchsordnung. Geführte Besuche in den Tierversuchsstätten sind prinzipiell möglich und liegen in der Kompetenz der Institution bzw. des Unternehmens. Und da oben steht dann noch, die Schweiz hat eine der umfassendsten Tierschutzgesetzgebungen weltweit und der Bereich Tierversuche ist besonders strikt geregelt. Jeder einzelne Tierversuch wird von einer kantonalen Tierversuchskommission begutachtet. Die Forschenden müssen aufzeigen, dass der Nutzen für die Gesellschaft größer ist als das Leiden der Tiere. Güterabwägung. Und dass es keine Alternativmethoden gibt. Das Bundesamt für Veterinärmedizin veröffentlichte jeweils Ende Juni die Tierversuchsstatistik für das Vorjahr. Darin werden folgende Angaben gemacht: Anzahl Tiere nach Tierart und Verwendung, Zweck, Anzahl Tiere nach Kanton und Verwendungszweck und Anzahl Tiere nach Tierart und Schweregrad. Also der Herr Weber hat natürlich hier ein Thema angesprochen, was viele Menschen bewegt. Ein Thema, was uns alle bewegen sollte, denn ich wiederhole diese Sätze gern, Tiere sind unsere Freunde und
unsere Freunde sollte man nicht töten. Das ganze Thema Tierversuche für die Pharmaindustrie ist ein sehr umstrittenes Thema. Heute scheint es schon Möglichkeiten zu geben, die das Ganze auf eine andere Basis stellen können. Und wie gesagt, es gibt viel schlimmere Dinge. Es gibt Informationen, dass Versuche an Menschen in Drittländwäldern stattfinden, die angeblich durch die Pharmaindustrie durchgeführt werden. Ob das stimmt, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich bekomme solche Informationen. Und wie gesagt, wenn es solche Taten gibt, dann wäre das natürlich höchst, höchst zweifelhaft. Und ich muss sagen, es wäre natürlich auch höchst unschön, denn wenn wir heute nicht mit der Natur zusammenarbeiten und wenn wir heute nicht endlich begreifen, dass wir Teil der Natur sind und die Natur uns alles das geben kann, was wir brauchen, dann brauchen wir auch nicht diese Massentierhaltung. Da kommen wir aber noch einmal später hinzu. Sie sehen unten unter, hier, da läuft ein Laufband. Und zwar auf die Anregung vieler Zuschauer, wo es um das Thema Unterstützung von Time to Do geht und weitere Informationen, haben wir uns entschlossen, dieses Laufband zu installieren. Dort wird die Spendenkontonummer eingeblendet und zum Beispiel die wiederaktivierte Hotline für den Time to Do Shop, wenn Sie das eine oder andere Produkt, was Sie aus der Werbung oder aus der Sendung kennen, haben wollen, dann können Sie das auch per Telefon tun. Denn ich weiß, ich habe auch viele ältere Zuschauer, die nicht über das Internet verfügen. Die können jetzt das per Telefon machen und wie gesagt, das läuft während der Sendung mehrmals durch. Notieren Sie sich die Nummer, rücken Sie etwas an den Fernseher heran, wenn Sie es von dieser Entfernung nicht sehen können, und notieren Sie es. Wir lassen es immer wieder in der Endlosschleife durchlaufen. Zum Thema Spenden, liebe Zuschauer. Viele Zuschauer haben mir geschrieben, ich habe auch Briefe erhalten, wie einen, den ich Ihnen einmal kurz zeige. Da hat mir die Ursula geschrieben, am Samstag, den 6. Juli, lieber Norbert, ich werde dir ab August monatlich 40 Franken überweisen. Danke für deine Sendung und dank deiner Sendung wurden viele meiner Fragen beantwortet. Beunruhigend sind die Antworten nicht, aber die umfassenden Zusammenhänge der Ereignisse werden dadurch sichtbar und verständlich. Du leistest Großes, ich bewundere deine Durchhaltekraft und deinen Mut. Ich darf wohl sagen, dass wir allesamt froh sind, dass es den Norbert gibt. Hab vielen, vielen Dank, trag Sorge zu dir, alles Liebe, Ursula F. Ganz lieben Dank auch dir, Ursula, und ich zeige immer nur eine Mail stellvertretend. Auch vielen Dank an die anderen Zuschauer, die 100 Franken, die sogar 200 Euro hat ein Zuschauer jetzt monatlich per Dauerauftrag gemacht aus Deutschland. Und meinen ganz besonderen und ganz lieben Dank, den ich auch noch einmal schriftlich und persönlich machen würde, gilt der Maya. Ich hoffe, sie schaut jetzt zu und sie kann das hören. Und dort werde ich noch einmal dir meinen persönlichen Dank in diesem Schreiben ausdrücken, denn du hast mit unglaublicher Großzügigkeit einiges bewegt, was uns wieder einen großen Schritt weiterhilft. Meinen ganz, ganz lieben Dank an dich. Das war klasse. Ich hoffe, es gäbe noch mehr Mayas unter unseren Zuschauern, die so eine tolle Sache machen würden. Ich möchte hier nicht näher auf Details eingehen. Wie gesagt, die Maya weiß, was gemeint ist. Und nochmal, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Unterstützung. Denn es macht mir es schon einfacher und ich muss mich nicht ständig strecken und recken. Und deswegen, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben, als ich das gesehen habe. Dankeschön. Ein anderes Thema, was mir manchmal auch die Tränen in die Augen treibt, liebe Zuschauer, aber nicht vor Freude, nein, eher steigt mir die Schamesröte in das Gesicht, wenn ich manchmal sehe, was in unserer Welt noch so passiert und wir ignorieren es einfach. Es geht darum, wir haben eben schon von Tieren gesprochen und die Zuschauer sind sehr, sehr achtsam. Sie schauen das, was ich sage und tue, sehr genau an und recherchieren das auch. Und dann kommen immer wieder Reaktionen und Informationen. Und es geht noch einmal um das Thema Tiere, aber dieses Mal nicht in Versuchslaboren, nein, die wir so gerne als Schweizer Symbol zeigen und die eigentlich ein Leben fristen, was ihrer nicht würdig ist. Schauen wir einmal uns das an.
Der Adrian H. hat mir ebenfalls am Samstag, den 6. Juli, geschrieben. Hallo lieber Norbert, eines der 10 Gebote ist doch, du sollst nicht töten. Ich verstehe nicht, warum Menschen denken, Tiermorde wären davon ausgenommen. Nur weil es nicht im Strafgesetzbuch steht? Ich gehe noch etwas weiter. Der Milchkonsum hat sich in den letzten Jahren pervertiert. Die Folgen der Milchproduktion und des Milchkonsums sind unter anderem Tiervergewaltigung, Kindesentzug, Kindermord, eben dasselbe wie bei der Massentierhaltung. Das macht mich sehr traurig, weil selbst mutig denkende Menschen, auch Vegetarier, bei diesem Thema beweisen, dass sie selbst eine Scheuklappe tragen und dieses große Problem nicht ansehen, geschweige denn etwas an ihrem Konsumverhalten ändern wollen. Oft wird gesagt, dass der Mensch ein Allesfresser ist. Mittlerweile glaube ich das auch, aber ob er das sein sollte, glaube ich hingegen nicht. Der Link betreffend dem Milchkonsum. Dann habe ich den Link einmal genommen. Jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich ihn? Hier. Und habe mir das angeschaut, was mir der Adrian da geschickt hat. Und wie gesagt, liebe Zuschauer, es ist manchmal schon eine für mich unglaubliche Geschichte, wenn ich so etwas lese. Und dann denke ich mir immer, wie kann das denn sein, dass solche Dinge bei uns passieren? Jetzt schaue ich mal, ob ich das hier. Vegane Gesellschaft Schweiz, www.vegan.ch, warum vegan, warum keine Milch? Ich als junger Mensch bin mit Milch aufgewachsen. Hier sehe ich und lese ich immer mehr Dinge. Ich habe mich auch der vegetarischen Lebensweise zugewandt. Ich glaube, es ist jetzt ungefähr ein Jahr oder eineinhalb Jahre her. Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau. Ich vermisse nichts, muss ich sagen. Aber ich konsumiere noch Käse und auch Butter. Milch hat den Ruf, natürlich ungesund zu sein. Und für Milch sterben und leiden doch gar keine Tiere. Oder etwa doch? Das Bild der Milchkuh in der Schweiz ist geprägt von idyllisch grasenden Kühen auf der Weide. Die Realität ist gewöhnlich jedoch eine ganz andere. Die meisten Kühe leben einen Großteil der Zeit in Anbindehaltung und stehen nur während der vorgegebenen 90 Tage. Das Tageslicht, 90% der Schweizer Kühe werden enthornt, damit sie nicht gegenseitig und die Landwirte nicht verletzen oder weniger Platz im Stall brauchen. Dies, obwohl die Hörner wichtig für das Sozialverhalten und Körperpflege der Kühe und für eine stabile Rangordnung innerhalb der Herde sind. Zudem verursacht das Enthornen trotz vorgängiger Betäubung Stress und Schmerzen. Viele Leute glauben mittlerweile, dass Kühe gar keine Hörner halten. Von Kühen und Kälbern. Kühe geben nicht von alleine Milch. Wie alle Säugetiere produzieren sie diese nur für ihren Nachwuchs. Um die produzierte Milchmenge hochzuhalten, werden die Kühe ab ihrem 2. Lebensjahr regelmäßig zwangsgeschwängert. Sie gebären somit immer wieder Kälbchen. Diese werden ihnen üblicherweise 2 bis 3 Tage nach der Geburt weggenommen, da die für sie gedachte Milch für den Menschen bestimmt ist. Die Mutterkühe und Kälber rufen nacheinander und die Kälber saugen an den Fingern und anderen zitzenähnlichen Gegenständen. Beides zeigt die Verzweiflung der Tiere deutlich auf. Die von der Mutter getrennten Tiere werden meist in sogenannte Kälber-Iglus gesteckt, unter anderem damit sie sich nicht gegenseitig besäugen. Gegenseitiges Besaugen gilt aus veterinärwissenschaftlicher Sicht als Verhaltensstörung, die insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass die Kälbchen mit einem Milchaustauscher versorgt werden, statt bei der Mutter zu saugen. Die männlichen Kälber, nicht für die Milchproduktion zu gebrauchen, sind, erwartet sie in der Kälbermast bereits nach einem Jahr der Tod. Ein Teil der Kälber ist für die Rindermast bestimmt und wird nach etwa einem Jahr getötet. Die weiblichen Tiere folgen ihren Müttern. Sie erwartet ebenfalls ein Leben als Milchkuh. Überzüchtung. Die Euter der heutigen Hochleistungskühe produzieren ein Vielfaches der Milchmenge, die ein Kalb benötigen würde. Das führt dazu, dass ein großer Teil der Tiere an Mastitis, Euterentzündung, erkrankt. Obwohl in konventionellen als auch in Biobetrieben leidet rund ein Drittel der Tiere an Euterentzündung. Zu den üblichen Krankheiten gehören auch Rückenbeschwerden und Klauenerkrankungen durch dauernde Stallhaltung. Bereits nach etwa 5 Jahren ist eine Kuh dermaßen ausgezehrt, dass die Milchleistung nachlässt. Dass es nicht mehr rentabel wäre, sie weiterhin am Leben zu behalten, wird sie geschlachtet, obwohl eine Kuh 20 Jahre alt werden kann. Ausweg Bio.
Diese Probleme werden auch durch biologische Landwirtschaft oder das Ausweichen auf andere Tiere, Ziegen, Schafen, nicht vermieden. Auch Biokühe, Schafe und Ziegen werden einer permanenten Schwangerschaft unterzogen. Sie sind überzüchtet und leiden daher häufig an Stoffwechselstörungen, Lähmungserscheinungen und Euterentzündungen. Ihre Kälber werden ihnen weggenommen und sterben einen frühen Tod in der Fleischproduktion oder werden nach einem Viertel ihres natürlichen Lebens in der Milchproduktion geschlachtet. Umweltfreundliche, gesunde Milch. Auch aus ökologischer Sicht sind Milchprodukte sehr kritisch. Die Viehzucht ist der Klimakiller Nummer 1. Noch vor dem gesamten weltweiten Verkehr für Futtermittel, auch für die Schweiz, werden Regenwälder gerodet sowie Nahrungsmittel und Wasser verschwendet. Gerade Käse, für dessen Herstellung sehr viel Milch benötigt wird, ist ökologisch bedenklich. Er hat eine ähnlich schlechte Ökobilanz wie Fleisch. Aufgrund ihrer großen Verzehrmengen haben Milchprodukte in unserer Nahrung insgesamt den größten ökologischen Fußabdruck. Auch das Image der gesunden und unverzichtbaren Milch gerät langsam aber sicher ins Wanken. Sie enthält zwar viel Kalzium, entzieht dem Körper diesen Nährstoff, aber gleichzeitig aufgrund ihres hohen Anteils an schwefelhaltigen Aminosäuren. Deswegen stehen Milchprodukte im Verdacht, Krebs und Diabetes zu fördern. Gibt es Alternativen? Der Kauf von Milchprodukten unterstützt die beschriebene Tierausbeutung. Glücklicherweise gibt es heutzutage eine Menge schmackhafter und gesunder Alternativen zu sämtlichen Milchprodukten. Diese sind nicht nur tierfreundlich, sondern zudem umweltfreundlicher und bieten auch gesundheitliche Vorteile. Leider sind diese Produkte oft teurer, da Milch sehr stark subventioniert wird und von einem tiefen Mehrwertsteuersatz profitiert. Dafür begeistert die große Auswahl an Alternativprodukten. Insbesondere bei den Milchalternativen gibt es eine große Auswahl in Supermärkten, Reformhäusern, Bioläden und Online-Shops. Finden Sie Reis, Soja, Mandel- und Getreidedrinks in vielen Variationen. Gerade die Profamel-Sojamilch und die süßliche Reis- und Getreidedrinks sind sehr beliebt. Und auch im Bereich der Rahm- und Käsealternativen gibt es mittlerweile eine große Auswahl. Wer vegan lebt und die leckeren pflanzlichen Alternativen nutzt, sagt Nein zum Tierleid und zeigt, dass es auch problemlos ohne artfremde Milch geht. Ja, ich habe auch gestaunt, als ich das gelesen habe. Dann denkt man immer, ja, wenn man kein Fleisch isst, tut man schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung. Heute in meinem Briefkasten wieder ein Prospekt eines großen Discounters, der ehemalig aus Deutschland in die Schweiz gekommen ist. Und dann war da drin ein Kalbskotelett, man muss sich vorstellen, ein Kalbskotelett für 1,49. Natürlich schön in Plastik verpackt. Wenn ich mir da dieses Bild anschaue von diesem Kalb, dann wird es mir natürlich schwindelig, wenn ich das sehe. Und was hier in dieser Gitterbox drin, wie gesagt, nach seiner Mutter schreit, das ist kein schöner Anblick, liebe Zuschauer. Und da bekomme ich wirklich auch weiterhin kein Hochleiden und keine Euphorie, wenn ich daran denke, dass ich jetzt mit dem Fleischessen aufgehört habe, ob Pulle oder ob Schwein, ob Kuh, das macht da keinen Unterschied. Aber ich esse noch Käse. Und nach diesem Artikel werde ich jetzt mich in meinem Bioladen, hier wo wir im Studio sind in Langenthal, gibt es einen ganz tollen, da werde ich mich erkundigen, was Alternativprodukte sind. Wie gesagt, umzusteigen auf Ziege oder Schaf macht keinen Sinn, das haben wir eben gehört. Aber für mich ist es wichtig, das nicht zu unterstützen. Und wie gesagt, einmal war es ein großer Schritt in die vegetarische Lebensweise, der zweite wird in die vegane Lebensweise gehen. Denn ich habe gesehen, bei unserem vegetarisch-veganen Brunch, wobei er zu 90% schon vegan ist, wie lecker diese Dinge schmecken. Wenn Sie das probieren wollen und wenn Sie das lernen wollen, es wird auch einen Kurs geben in vegetarisch-veganer Küche, den wir da mit anbieten. Dann kommen Sie am Sonntag, den 1. September, zu uns hier nach Langenthal ins Restaurant Element. Dort gibt es wieder einen. Und die es produzieren und herstellen, die zeigen Ihnen auch gerne, wie es geht. Und die tun Ihnen auch gerne mit Rezepten aushelfen. Das wollen wir ja letztendlich. Sondern nicht, dass jetzt alle Menschen nach Langenthal kommen müssen, wobei ich mich immer wieder darüber freue, viele meiner Zuschauer persönlich kennenzulernen. Aber es geht uns vielmehr darum, dass wir nicht nur das vorerzählen, sondern auch selbst leben. Wie gesagt, es ist manchmal schwierig, wenn man unterwegs ist, sich so zu ernähren. Mittlerweile habe ich gelernt, gewisse Dinge mitzunehmen, so
wie auch mein gutes Wasser. Und diese Dinge sollen immer anregen. Sie sollen Sie anregen, liebe Zuschauer, das zu überdenken, Ihren Lebenswandel und Ihre Lebenseinstellungen zu überdenken. Wie gesagt, wenn ich immer wieder von dem Thema ausgehe, Tiere sind unsere Freunde, und ich sehe dann 190.000 Tiere in Versuchslaboren im Kanton Basel, auch wenn es 5.000 weniger waren wie letztes Jahr, also da schüttelt es mich, wenn ich dran denke, dass wir 190.000 Tiere umgebracht haben. Und ich möchte auch an den Spruch erinnern, den ich vor kurzem vorgestellt habe. Ich weiß nicht mehr genau, von wem er ist. Ich glaube, er war von Bertolt Brecht, der da schreibt: Solange es Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Auch da gibt es Studien dazu, die uns ganz klar zeigen, dass Fleischfresser oder Esser, je nachdem, wie man es sehen möchte, aggressiver sind als Menschen, die auf tierische Produkte oder auf Fleisch überhaupt verzichten. Es gibt auch Studien, die da Dinge belegen, dass Vergewaltiger zu 100% Fleischfresser sind, da sie sehr viel mehr triebgesteuert sind. Und wir wissen, dass Aggression durch Todesangst in den Schwingungsfeldern dieser getöteten Tiere entsteht. Also auch viele junge Menschen, die meinen, sie werden stark und kräftig, wenn sie Fleisch essen. Dann am Wochenende brutzeln die Grills überall, wenn das Wetter schön ist. Und dann will man natürlich mit seinem toll polierten Auto zum Barbecue fahren. Und wenn man da hinfährt, dann holt man auf dem Weg noch aus dem Supermarkt das relativ preiswerte Produkt und haut es dann auf den Grill. Und da kommen natürlich auch dann die Aggressionen her. Und wenn dann noch der Alkohol dazukommt, ist das oft der Auslöser für Aggressionen. Denn wie gesagt, heute weiß man es auch über Studien, Fleisch macht aggressiv. Denken Sie darüber nach. Sie wissen, es geht nicht darum zu urteilen. Das steht uns nicht zu. Es geht darum, anzuregen und zu informieren. Dann gibt es auch immer wieder die Stimmen, die sagen, im Fleisch sind für den Mensch unverzichtbare Stoffe drin. Auch das habe ich hier in der Sendung schon vorgestellt, entspricht nicht den Tatsachen. Dieses berühmte B12-Vitamin gibt es auch in anderen Produkten. Auch das können Sie im Internet nachlesen. Wir sollten anfangen, wie gesagt, wieder mit unserer Erde freundlich umzugehen. Das beginnt natürlich auch bei unseren Tieren. Und wir sollten anfangen, die Flächen, die uns zur Verfügung stehen, vielleicht zum Anbau von biologischen Produkten und nicht genmanipulierten Produkten zu verwenden, die zum Wohle des Menschen sind. Denn wenn wir heute hingehen und würden alle die Flächen, die für die Tierhaltung benötigt werden, verwenden, um für den Menschen biologisch tolle Nahrungsmittel zu erzeugen, dann hätte die Welt kein Hungerproblem. Auch das ist erwiesen, da gibt es Berechnungen und Studien drüber. Auch das können Sie im Internet nachrecherchieren. Also wir bekommen oftmals doch nicht die ganzen Informationen, um die Zusammenhänge zu erkennen. Aber es wäre machbar. Und wenn wir dann uns überlegen, wie viel Wasser allein gespart werden würde, ist das unglaublich, was da passiert. Denken Sie darüber nach, liebe Zuschauer, und treffen Sie die richtige Entscheidung. Unsere Sendehälfte Nummer 1 ist vorbei. Wir gehen ganz kurz in die Werbepause. Ich bin nach der Werbung gleich wieder für Sie da. Ich freue mich. Bis gleich nach der Werbung. Der Fuelsaver. Neue Technologie, Spritsparen mit freier Energie. Wenn Sie der Umwelt etwas Gutes tun wollen, wenn Sie Ihrem Portemonnaie etwas Gutes tun wollen, dann kaufen Sie sich jetzt den Fuelsaver und schonen Sie die Natur, schonen Sie die Umwelt und schonen Sie Ihr Portemonnaie. Weniger Verbrauch, weniger Abgase und mehr Leistung. Das ist das Ergebnis für alle Motoren, die mit dem Fuelsaver ausgestattet sind. Ob Sie einen Benzinmotor, einen Dieselmotor haben, ob Sie dieses System in Ihrer Heizung einsetzen, für alle Verwendungen bestens geeignet. In drei Größentypen, unter 90 PS, über 90 PS und über 230 PS. Bestellen Sie jetzt. So, ich bin wieder da. Nach der kurzen Pause. Wir waren in der ersten Hälfte bei dem Thema Tiere, Tierversuche, tierische Nahrung geblieben. Und ich habe gerade einen meiner letzten Sätze noch einmal zur Rekapitulation. Wir hatten gesagt, ernähren wir uns doch von pflanzlichen Produkten, bauen wir biologisch an. Und auch da
gibt es immer mehr Dinge, wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann und kann es nicht verstehen, wieso sich das nicht langsam ändert und die Menschen nicht aufwachen und dagegen vorgehen. Denn selbst die, die sie produzieren, essen sie nicht selbst. Schauen Sie hier. Englische Parlamentskantine verbannt Gentechnik von der Speisekarte, während sich britische Minister dafür einsetzen. Wieder einmal zeigt sich, wie von offizieller Seite geheuchelt wird. Wenn es um die Sicherheit gentechnisch veränderter Lebensmittel geht, laut einer Meldung der britischen Zeitung Daily Mail, bietet das Restaurant im Parlamentsgebäude auf der Speisekarte nur Gerichte aus gentechnikfreien Zutaten an, weil die Abgeordneten es so wünschen. Wie der Catering Service des britischen Unterhauses House of Commons Catering Services bestätigt, besteht das Verbot von gentechnisch veränderten Zutaten bereits seit 1998. Es sei nach wie vor in Kraft, weil die Kunden es so wünschen. Was nichts anderes heißt, als dass sich dieselben Abgeordneten, die wiederholt die britische Öffentlichkeit zum Verzehr der angeblich gesunden, gentechnisch veränderten Produkte drängen, nicht trauen, sie selbst zu essen. Der Catering Service teilt mit, entsprechend unseren Richtlinien verzichten wir so weit wie möglich auf den Einkauf von Lebensmitteln, die gentechnisch veränderte Organismen erhalten. Außerdem betonte der Sprecher der Catering-Firma, deshalb verlangen wir schon bei den Ausschreibungen von unseren Lebensmittellieferanten, die strengen Richtlinien über gentechnisch veränderte Organismen zu beachten und uns zu bestätigen, dass sie von ihren gelieferten Produkten gentechnikfrei sind. Auf GVO zu verzichten, wurde vor allem auf Wunsch der Kunden beschlossen. Der Bericht erschien genau zu dem Zeitpunkt, als Owen Paterson, der britische Minister für Umwelt, Ernährung und ländliche Räume von der konservativen Partei einen Appell an die britische Öffentlichkeit gerichtet hatte, ihre Zweifel zu überwinden und gentechnisch veränderte Produkte anzunehmen. Im Wortlaut sagte er, durch den Einsatz präziser Technik und sorgfältiger Aufsicht sind gentechnisch veränderte Organismen sogar sicherer als konventionelle Pflanzen und Lebensmittel. Es gibt keine Veranlassung, negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu befürchten. Sehr viel wird davon verzehrt, mir ist kein einziger Fall vorgelegt worden. Monsanto macht's genauso. Interessanterweise verbannt auch Monsanto, der weltgrößte Lieferant von Gensaatgut, gentechnisch veränderte Lebensmittel, aus den eigenen Cafeterias. Die Betreiberfirma der Kantine von Monsantos Pharmaunternehmen in High Wycombe, Buckinghamshire, serviert ausschließlich gentechnikfreie Gerichte. Sutcliffe Catering, ein Tochterunternehmen der Grenada Group, betont, man habe entschieden, in unseren Restaurants so weit wie möglich auf Produkte mit GVO, Soja und Mais zu verzichten. Die Entscheidung wurde getroffen, damit Sie als Kunde dem von uns servierten Essen vertrauen können. Monsanto bestätigt diese Haltung. Ja, das trifft zu. Wir glauben an Wahlfreiheit, betont Firmensprecher Tony Kobes. Unbestätigten Berichten zufolge sind auch in der Cafeteria der Monsanto-Zentrale in St. Louis, Missouri, GVO-Produkte verboten. Vielleicht wissen Sie ja etwas, das Sie der Öffentlichkeit nicht sagen wollen. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Wenn ich solche Dinge immer lese und dann recherchiere ich natürlich hinterher und telefoniere auch ein bisschen und muss sagen, mir haut es dann immer den Vogel raus. Wie können denn die, die nach vorne predigen, essen Sie das, Sie brauchen keine Sorgen zu haben. Und wenn ich die Aussage dieses Abgeordneten lese, dass ein genverändertes Produkt besser ist als die Natur, dann muss ich sagen, welche Ignoranz steckt da dahinter? Wer meint, besser zu sein als die Schöpfung? Gibt es wirklich Menschen, die denken, dass wir in unseren Laboren diese Zauberlehrlingsmethoden anwenden können, um alles zu verändern, uns überhaupt nicht der Konsequenz, die an der ganzen Kette dranhängt, denn eines greift da ins andere. Ob das die Bienen sind, dann werden plötzlich immer weniger Bienen, dann vermehren sich Milben, weil plötzlich irgendein anderer Wirkstoff nicht mehr da ist, der vorher diese Milben gar nicht entstehen oder wachsen ließ. Und wir gehen einfach hin, nehmen ein Produkt raus, pushen an dieser Genkonstruktion herum, bringen es wieder aus und lassen uns dann noch groß feiern und einen Haufen Geld dafür geben, dass wir anfangen, unsere Natur zu zerstören. Und für mich ist das ein absoluter Scherz, dass genau das Unternehmen in seiner Kantine genfreie Lebensmittel anbietet, obwohl es selbst, wie gesagt, weltweit dort Gas gibt. Und, wie gesagt, da sehe ich mal wieder, was die EU-Politiker für rückgratlose Menschen sind, die, wie gesagt, jetzt gegen die Länder vorgehen wollen, die wie Ungarn oder Polen diese genmanipulierten Pflanzen in ihren Ländern verbieten. Ich hoffe, dass auch
irgendwann mein Heimatland oder die Schweiz oder Österreich oder andere EU-Staaten dazu übergehen, um zu verstehen, was hier passiert. Denn wenn wir einmal durch Unachtsamkeit dieses Räderwerk in Betrieb setzen, kann es sein irgendwann, dass wir Hungersnöte fabrizieren, von deren Ausmaß wir heute nur zu träumen wagen. Und das im 21. Jahrhundert, wo eigentlich durch unsere Möglichkeiten alles und von allem genügend vorhanden sein könnte, um alle Menschen satt zu machen. Aber wahrscheinlich steht auch wieder einigen die Dollarzeichen in die Augen und die Profitgier ist unendlich und die ist wahrscheinlich hier der Vater des Gedankens. Ein weiteres Thema, was von dem nicht weit entfernt ist. Wir sprachen von Tieren und wir sprachen von Mast. Und hier, liebe Zuschauer, geht es um das Thema des Impfens. Das Netzwerk Impfentscheid hat mir am 4. Juli diese Mail geschickt und auch die möchte ich Ihnen zur Kenntnis bringen. Masern Impfzwang weltweit durch WHO geplant. Guten Tag. Eben erfahren, die WHO sei daran, die Massenimpfung als Zwangsmaßnahme in allen Ländern durchzusetzen. Die Masernimpfung, Entschuldigung. Und sie wolle auch die Schweiz dazu zwingen, Aussage einer CH-Ärztin aufgrund eines BAG-Schreibens. Erste Schritte durch Schulverweis im Kanton Schwyz und die Machenschaften in Deutschland durch Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr, FDP, deuten auf die drohende Gefahr der gesundheitlichen Entmündigung hin. Dabei geht es vermutlich nicht mal um die Masern, sondern um einen weiteren Verlust der Glaubwürdigkeit der WHO und der Impfung. Denn das gesetzte Ziel der Masernausrottung konnte und wird nie erreicht werden. So versucht man nun mit Zwang die Durchimpfrate zu erhöhen, um nicht eingestehen zu müssen, dass versagt wurde. Wehret den Anfängen, schreibt Leserbriefe, wehrt euch notfalls auch physisch gegen die Zwangsmaßnahmen, verlangt, dass die impfenden Ärzte unterschreiben, dass die Impfung problemlos ist. Für die Schweiz gibt es hier eine Bescheinigung, für Deutschland hier. Die stehen natürlich auch im Anschluss auf dem YouTube-Beitrag und in unserem Sendeteil auf der Website. Verlangt und setzt auch durch, dass Impfnebenwirkungen gemeldet werden, meldet es allenfalls selber der zuständigen Behörde, geht heute in jedem westlichen Land und helft mit für ein Nein am 22. September 2013 an den Urnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Mahatma Gandhi. Herzliche Grüße, Ihr Netzwerkteam. Als Vermerk steht da unten noch, das Schreiben befindet sich noch nicht in unserem Besitz. Quelle ist aber verlässlich, Schreiben wird jedoch nach Erhalt veröffentlicht. Ja, immer mehr Zwang, immer mehr Manipulation. Seit einer Woche beschäftige ich mich da mit unterschiedlichen Themen und bringe Ihnen alle diese Dinge vor Augen und möchte nur, dass Sie einfach verstehen, dass es da gar nicht darum geht, dass Sie gesund sind. Ich sage immer, ich schaue zurück in meinem eigenen Leben. Ich hatte die Masern, ich hatte die Windpocken und ich hatte die Mumps. Und da war halt eine Woche mal schulfrei, da waren bloß noch 10 Kinder in der Klasse, anstatt 30, wie wir damals waren. Meine Schwester hat es natürlich auch gleich gekriegt oder ich von meiner Schwester, ich weiß es nicht mehr so genau, die 2 Jahre älter ist wie ich. Und, liebe Zuschauer, wisst ihr, was heute der große Vorteil ist? Ich bin dagegen immun und zwar aus eigener Kraft. Und Masern hatte meine Mutter, Masern hatte meine Großmutter und wie gesagt, auch meine Kinder hatten Masern. Und das hat sie stärker gemacht, weil das Immunsystem anfängt, sich zu wehren. Wir müssen nur achtsam sein und alle Krankheiten haben ja Symptome, die sich zeigen. Würden wir aufklären wie Masern, wie Röteln, wie Mumps, wie Windpocken und andere Kinderkrankheiten, wie die sich zeigen, wären es A, immer nicht so viele Betroffene und wenn es der eine hat und der bleibt zu Hause, haben es die anderen nicht. Was ich aber auf der anderen Seite recherchiert habe, ist, dass es unglaublich viele Meldungen gibt von Gebrechen, die heute Kinder haben und es gibt sogar eine Studie, die vergleicht, dass nicht geimpfte Kinder gesünder sind als geimpfte Kinder und da fange ich doch sehr das Zweifeln an. Worum geht es hier wieder? Geht es hier wieder um Konzernpolitik? Geht es hier wieder darum, dass man uns irgendwas in den Körper schießen will, wo wir nicht genauso wissen, um was es da geht?
geht es wieder darum, dass irgendwas durchzusetzen ist, was vielleicht wieder von der neuen Weltordnung gesteuert wird. Dann gilt man natürlich gleich wieder als Verschwörungstheoretiker und morgen werden wieder sich die Massenhysteriker über mich herstürzen und werden in allen diesen Foren wieder ihre Kommentare abgeben. Ich lese die Sendungen jetzt schon unter diesem YouTube-Beitrag, aber ich mache mir da keine Sorgen, denn es geht darum, bei Ihnen zu Hause Klarheit zu erzeugen und bei Ihnen diese Entscheidungen Ihnen immer wieder vor Augen zu führen, welche große Folgen die haben können, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen. Die Entscheidung, seine Kinder nicht zu impfen oder selbst sich nicht impfen zu lassen, ist natürlich immer ein Punkt, wo es darum geht, dass man Verantwortung übernehmen muss. Verantwortung für sein Leben und Verantwortung für das Leben und die Gesundheit seiner Kinder natürlich. Und es bedeutet, sich zu informieren. Wie entstehen Masern? Wie kann ich die Masern erkennen? Wie kann ich rechtzeitig dagegen wirken? Was ist zu tun, wenn meine Kinder Masern haben? Diese Dinge haben doch unsere Eltern, also meine Eltern, meine Mutter, die hat das getan. Und wie gesagt, wir sind halt dann zu Hause gewesen, ich glaube eine Woche oder so, wenn ich mich recht erinnere, oder 10 Tage. Und dann war das Thema durch und alle sind wir strotzegesund und haben keine Krankheitsbilder, die wir so in diesem Alter bei schon 70%, Sie hören richtig, bei 70% der Menschen heute kennen. Also gehen wir doch einfach einen anderen Weg. Gehen wir doch den Weg der Natur. Und wenn die Natur etwas macht, dann macht sie es nicht falsch. Denn sie ist ein geschaffenes, ein schöpferisches System, das für uns alle gut ist, weil wir sind ein Teil dessen. Und ich bin immer und immer wieder auf Punkte gestoßen, egal Plastik, egal wo ich hinschaue. In dem Moment, wo ich anfange, das wegzulassen, was ist für mich auf der anderen Seite das Ergebnis? Es geht mir besser. Es geht mir plötzlich besser. Und ich fühle mich gut. Und plötzlich sind wieder Glasschüsseln im Kühlschrank. Zwar haben die einen Kunststoffdeckel, aber der berührt die Produkte nicht mehr, weil sie unten in den Glasschüsseln sind. Man muss halt etwas achtsamer sein, liebe Zuschauer. Ja, und? Und dann nehme ich eine Glasflasche mit. Na gut, die ist ein bisschen schwerer. Vielleicht tue ich irgendeinen anderen Brüll dann aus meinem Koffer raus, dass die drin Platz hat und die das gleiche Gewicht dann hat. Und im Auto? Früher hieß es, oh, keine Glasflaschen, wenn die kaputt gehen. Heute habe ich wieder 0,5 Liter Glasflaschen in schönem Design. Aus einem tollen Laden aus Luzern habe ich die gesehen, habe mir die gekauft, haben oben auch einen guten Verschluss, wo man toll draus trinken kann. Der ist fast so in der Größe wie der hier. Es funktioniert. Ich muss doch keine Hektik machen. Ich kann doch konzentriert mit den Dingen umgehen, die mir der Alltag so beschert. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt, der am allerwichtigsten ist. Ich habe ein gutes Gefühl, das Optimale zu tun, was ich tun kann, um mich gesund zu erhalten, um fit zu bleiben, um leistungsfähig zu bleiben und um noch lange Time to do zu machen. Darum geht es mir, liebe Zuschauer. Fangen Sie an, wieder nachzudenken. Fangen Sie an, die Dinge zu hinterfragen und fangen Sie an, sich dafür Zeit zu nehmen. Anstatt Sie vielleicht Stunden vor irgendeiner Glotze verbringen und dort sich Dinge anschauen, die Sie nur unterhalten sollen oder von den Dingen abhalten, die in Ihrem Leben für Sie oder für Ihre Kinder oder für Ihre Freunde wichtig sind. So, dann haben wir natürlich auch noch etwas anderes, was ich Ihnen auch nicht vorenthalten will. Sie erinnern sich letzte Woche an meine Informationen zu Edward Snowden, diesem Mann, der diese ganze Bespitzlerei aufgedeckt hat. Ein Zuschauer, Joel F., hat mir am 6. Juli eine Mail geschickt, wo er schreibt, lieber Norbert, mein Zitat für dein Programm, Edward Snowden ist ein moderner Graf von Stauffenberg im Kampf gegen das Vierte Reich und seinen Führer Barack Obama. Liebe Grüße, Joel. Auch da, liebe Zuschauer, ist es so, wenn Sie, ich zeige Ihnen dazu noch etwas anderes, wenn Sie denken, das wäre doch alles gar nicht so schlimm und so ein bisschen, wer nichts zu befürchten hat, der braucht sich ja da gar nicht verstecken. Solche Dinge höre ich öfters. Und dann wird mir ganz schwindlig, da habe ich aus den Zeitfragen vom 22. April einen Artikel, gigantisches US-Spionagezentrum. Ich lese Ihnen nur ein paar Ausschnitte vor. In der Wüste von Utah baut die USA ein gigantisches Spionagezentrum. Dort können weltweit alle E-Mails, ich betone alle,
Telefonate, Google-Suchanfragen, Reiserouten und Buchkäufe, alle Lebensläufe und persönlichen digitalen Daten gesammelt und ausgewertet werden. Freunde aus Geheimdienstkreisen haben uns einige Daten zugespielt. So sollen die Server auf einer 8000 Quadratmeter großen Fläche stehen, auf einer weiteren Fläche von 275.000 Quadratmetern sollen Datenspeicher verankert sein. Die Menge der Informationen, die hier gespeichert werden kann, ist kaum vorstellbar. Denn heute passt ein Terabyte Daten bereits auf einen fingernagelgroßen Chip. Die Datenmengen, die National Security Agency, kurz NSA, erfassen will, sind enorm. Der frühere Google-Chef Eric Schmidt schätzt das gesamte menschliche Wissen, das bis zum Jahre 2003 generiert wurde, auf 5 Exabyte. Laut der Internetfirma Cisco wird sich der weltweite Datenverkehr im Internet im Zeitraum von 2010 bis 2015 vervierfachen und ein Volumen von 9766 Exabyte erreichen. 1 Million Exabyte wiederum sind ein Jodabyte. Das Pentagon versucht etwa in seinem weltweiten Kommunikationsnetzwerk mit Jodabytes von Daten umzugehen, um Satellitenbilder sowie Sensor- und Kommunikationsdaten nutzen zu können. Auch die NSA wird mehrere Jodabyte-Daten speichern und verarbeiten können. Damit kann sie für mehrere Jahre die Daten, die im Internet ständig veröffentlicht werden, speichern. Ab Herbst 2013 können mit dem für 2 Milliarden Dollar errichtenden Zentrum endlich die Idee der totalen Informationsaufbereitung umgesetzt werden. Wie sie bereits unter Präsident George W. Bush geplant wurde, ein NSA-Angestellter sieht es so. Er führte Daumen und Zeigefinger zusammen und sagte, so weit weg sind wir noch von einem schlüsselfertigen totalitären Staat. Für die Datenmengen sorgen das weltweit umspannende Überwachungsnetz der NSA, Staubsauger im All, sowie die jetzt aufgestockten Speicherkapazitäten. Um die Rechenkraft zu erhöhen, beschloss die NSA bereits 2004 ein neues Produkt, das Productivity Computing System zu starten. Das Ziel, die Rechenleistung um das Tausendfache zu steigern. Die neuen sogenannten PET-Flop-Rechner sollen mindestens 1 Billiarde, also 10 hoch 15 Rechenschritte pro Sekunde vornehmen können. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen herunter. Inzwischen wurde uns weitere Angaben zum Potenzial des neuen Rechens- und Spionagezentrums zugespielt. Uns graut. Ziel des Endausbaus in 2 bis 5 Jahren ist die totale Information über jeden beliebigen Erdenbürger. So kann auf einen Knopfdruck hin das vollständige Profil des Probanden erfasst werden. Bis zu 500 Seiten Informationen spuckt das System in weniger als einer Minute aus. Es beinhaltet je nach Anforderungsprofil sämtliche Daten seit der Geburt des Abgefragten bis dato, sämtliche Schulzeugnisse, sämtliche Benotungen durch Lehrer und später durch Arbeitgeber, sämtliche Reisen seit seiner Jugend und so weiter sind erfasst. Ein weiterer Knopfdruck bringt sämtliche finanziellen Verhältnisse, eine Liste aller Freunden und Bekannten. Es gibt Auskunft über jede Parkbuße, die er schon hatte, seine Vorlieben für Kleider und Essen, dazu ein Schwächeprofil und seine sämtlichen offenbarten und versteckten Vorlieben zeigt. Ein Gesundheitszustandsprofil fasst alles zusammen, was je von Ärzten und Spitälern und so weiter zusammengestellt wurde. Interessant ist, dass all diese Daten schon gespeichert vorliegen. Kommt eine Anfrage einer Amtsstelle oder von einem Geheimdienst, genügt ein Knopfdruck, um alles auszuspucken. Von der Wiege bis zur Bahre wird kein einziges Detail mehr fehlen, verspricht uns unser Informant, der die ersten entsprechenden Softwareprogramme und ihre Applikationen bereits im Live-Betrieb gesehen hat. Ein besonders perfides Programm gibt Querverbindungen zu Freunden, Bekannten und Geschäftsbeziehungen preis, die wiederum können im Profil separat angeschaut werden. Ein endloser Kreis, weil die NSA heute schon über einen großen Datenschatz verfügt, den sie zwar abgehört hat, aber noch nicht entziffern konnte, wird sie zunächst die Altlasten aufarbeiten. Ein ehemaliger Angestellter weiß, dass es viele Daten von ausländischen Regierungen gibt, die mit 128 Bit und weniger verschlüsselt sind und die bislang nicht entziffert werden konnten. Je schneller die Rechner werden, desto stärker ihre Codebrecher-Eigenschaften. Big Brother is really watching you. Geheimnisse gehören bald der Vergangenheit an. Quelle: vertraulicher Schweizer Brief Nummer 1351 vom 2.3.2013. Ja, da hat der Herr Snowden wahrscheinlich ein
Ball losgetreten, von dem wir so gar keine Kenntnis erhalten hätten. Mittlerweile gibt es weitere Berichte, die offenbaren, dass zum Beispiel die deutsche Bundesregierung darüber lange informiert war, dass 2004 bereits ein Abkommen geschlossen wurde, dass anscheinend amerikanische Geheimdienste jedes Gespräch in Deutschland, jede E-Mail und jedes Mobilfunknetz abhören dürfen, ohne dass irgendjemand gefragt wird. Jetzt frage ich mich, liebe Zuschauer, wozu soll das gut sein? Bisher war es nach meinem Rechtsverständnis so, dass, wenn jemand Straftaten begeht oder Straftaten dringend verdächtig ist, dass man dort mit richterlichem Beschluss eine sogenannte Telefonüberwachung oder eine Überwachung seines Rechners oder seines Mobilfunkgerätes anordnet, dass dann die Polizei ihm eventuell die Taten, die er begangen hat, nachweisen kann oder eventuell verhindern kann, wenn man in Vorbereitung einer schlimmen Straftat ist. Das war für mich schon was, wo ich gesagt habe, ui, da liegt eine große Verantwortung bei den Gerichten, da im Einzelnen zu entscheiden, was ist jetzt nötig und was ist einfach überflüssig oder was wird nur gemacht, dass man bespitzelt. Und dass man eventuell, stellen wir uns mal einfach ein Szenario vor, eine Regierung, die Zugang zu solchen Daten hat, stellt fest, dass das Volk plötzlich das ablehnt, dass die Menschen sagen, nein, das wollen wir nicht mehr. Durch Mails, wie ich sie natürlich auch bekomme, wie sie vielfach verschickt werden, passiert immer wieder eins, plötzlich kriegen sie immer mehr und mehr und mehr Informationen, dass die Menschen gegen etwas aufbegehren. Was wird die Konsequenz sein? Man kann gezielt gegen diese Menschen vorgehen, weil Regierungen verfügen über viele Stellen, die geht bis zur Justiz, bis zur Staatsanwaltschaft, über viele, viele Behörden hinweg, wo man einen Menschen schon ganz schön piesacken kann. Und dann wird das passieren, was Orwell 84 schon vorausgesagt hat, der Mensch wird zur Marionette. Es gibt kein individuelles und selbstständiges Leben mehr. Nein, es gibt nur ein vorgegebenes, anerzogenes und angepasstes Leben. Die sich vielleicht jetzt zurücklehnen und sagen, ach was, so schlimm wird das schon nicht werden. Denen möchte ich nur sagen, das Böse braucht nur alle die Guten, die nichts tun. Das ist eine Geschichte, die hat sich auch in unserer ganzen Geschichte immer und immer wieder wiederholt. Und wenn es dann soweit ist, dann ist man plötzlich betroffen und dann fallen so Sätze, ja, wenn ich das gewusst hätte, ja, wenn ich das geahnt hätte, das wird aber in Zukunft auch nicht mehr gehen, denn Sie wissen es und ahnen kann man es schon lange. Und wenn Sie sich mit alternativen Informationen und Medien beschäftigen, dann bekommen Sie da noch viel, viel mehr Informationen als das, was ich Ihnen gezeigt habe. Da gibt es seitenweise Berichte und Dokumentationen. Es gibt seitenweise Berichte von Journalisten und auch von Medienmachern, die sagen, das kann es nicht sein, dahin wollen wir. Ich frage mich, wann das Thema Datenschutz endlich in die Hände von Bürgern gelangt, die das verantwortlich tragen können und die ganz klar Grenzen aufzeigen, wo es einen nichts angeht. Denn nur ein Beispiel für alle die, die vielleicht sich nicht, und ich sage das mal bewusst, in einen Sexshop trauen oder in einen Erotikshop, um dort etwas zu kaufen, was vielleicht ihrer Vorliebe entspricht. Das wird man in Zukunft auch wissen, wenn sie das in Zukunft über das Internet oder vielleicht schon getan haben. Vielleicht haben Sie ja auch mit Ihrem Partner ein paar erotische Mails ausgetauscht. Auch das wird man in Zukunft wissen. Vielleicht haben Sie mal sich über eine Finanzierung nicht bekommen und haben bei Ihrem Bekannten über vielleicht ein Finanzinstitut hergezogen oder sogar vielleicht über den, der da Ihnen gegenüber saß. Auch das wird man in Zukunft alles wissen. Und alle anderen Dinge, die Sie sagen und die Sie in diese Systeme per Telefon, per Online oder über ein anderes elektronisches System verbreiten oder sich Informationen holen. Sie haben es gehört, selbst jeder Google-Klick. Man kann über die Bücher, die Sie bestellen, urteilen, was Sie machen und wofür Sie sich interessieren. Man kann über Ihren finanziellen Rahmen sehen, wo man Sie am leichtesten packen kann. Man kann über Ihre Gesundheitsdaten sehen, liebe Zuschauer, wo Sie angreifbar sind und wo Ihre Schwachstelle liegt. Wollen Sie das alles? Wollen Sie ein gläserner, nackter Mensch werden? Wollen Sie, dass andere, die mit Ihnen gar nichts zu tun haben und denen Sie es nicht erlaubt haben, wollen Sie denen einfach gestatten, bis in Ihre Unterhose zu schauen? Also wenn ich es tun kann, gestatte ich es nicht, weil Privatsphäre ist ein wichtiger Begriff,
Aber in Ihrem Land hier in der Schweiz war auch mal Bankgeheimnis ein wichtiger Begriff. Auch dort beginnt es zu bröckeln, mehr und mehr. Und ich habe es schon vor gut einem Jahr gesagt, das Ende des Bankgeheimnisses steht bevor, weil die Zeichen waren klar. Damals, wenn ich die Kommentare mir anschaue, hat man auch gelächelt und gesagt, ja, alles Hokuspokus, das wird es in der Schweiz nie geben. Aber so ist es immer, liebe Zuschauer, das, von dem man heute ausgibt, dass es nie geben wird, ist morgen plötzlich Realität. Und wie, haben manche gesagt, man muss die Lügen nur lang genug behaupten, dann meinen die Menschen, es wären die Wahrheiten. Und wenn die Wahrheit dann ans Licht kommt, glauben sie der Wahrheit nicht mehr und denken, es ist die Unwahrheit. So ist nun mal unsere Welt, wenn wir nicht klaren Kopfes sind und wenn wir uns immer wieder in andere Dinge stürzen, wenn wir Medikamente nehmen, wenn wir Tabletten nehmen zum Einschlafen oder Tabletten zum Gutaufsein, wenn wir mit Alkohol irgendwas betäuben wollen oder mit sonstigen Drogen. Bleiben Sie klar, bleiben Sie so klar wie dieses Wasser hier. Dann haben Sie vielleicht die Chance, noch den Weg zu finden, der uns aus diesem ganzen wahnsinnigen Dilemma hinausführt. Denn es braucht verantwortliche Menschen, vor allen Dingen in der Politik. Es braucht verantwortliche Menschen in der Justiz. Nur wenn diese Verantwortung übernehmen, dann können wir etwas bewegen. Und das wünsche ich mir von Herzen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute wieder meine Sendung verfolgt haben. Ich danke Ihnen auch für die Unterstützung und wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend und eine tolle Nacht. Wir sehen uns wieder morgen Abend. Time2do.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.